Meisten Stücken in meiner Jugend angefangen, im Studium wieder ausgepackt, im Laufe der Jahre immer wieder gespielt. Ich habe jetzt im Zuge der CD-Vorbereitung auch bei vielem wieder sozusagen bei Null angefangen. Einfach mich mal befreit von all dem, was mal da war, was ich mir mal zurechtgelegt habe. Mich davon befreit und geschaut, was steht da, was will ich machen, was will ich aussagen, was kann ich mit dem Material anfangen. Ich möchte natürlich den Komponisten auch respektieren, seine geschriebene Musik, aber ich möchte natürlich auch was Eigenes aussagen. Wie kann ich das miteinander verbinden? Und das ist alles immer ein Prozess und ich glaube, in 2 Jahren würde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen was anders sehen. Insofern ist es eine ständige Entwicklung und jetzt bei der CD war das eine schöne Sache, mich damit im Vorhinein die ganze Zeit zu beschäftigen und auch im Zuge dessen habe ich sehr viel an mir selber gearbeitet. Ich habe praktisch irgendwie eine Selbstfindungsphase mit Deadline sozusagen gehabt.